Der Fiat 850 ist entstanden. In diesem Augenblick aber steht er nur auf dem Papier. Das ist keine Redensart, sondern es ist tatsächlich so. Auf dem Papier wurde seine Grundform festgelegt. Und nun müssen sich die Techniker zum ersten Mal mit allen Möglichkeiten des Entwurfs beschäftigen. Man braucht Zeit und Farbe, ehe der Wagen seine Form erhält. Die Zeichner haben die schwierige, aber faszinierende Aufgabe, eine Grundidee zu finden und für den neuen Wagen einen Stil, eine Persönlichkeit, sagen wir, einen Charakter zu schaffen. Für die Planer ist dieser Moment besonders heikel. Ihre Berechnungen müssen sich in der Praxis als richtig erweisen. Ein Wagen muss vor allem bequem und funktionell sein. Wenn man erst gut in ihm sitzt, dann kann der 850 seine Grundform erhalten. Die Probe ist gelungen und nun können die Modellierer das erste Modell des neuen Wagens anfertigen. So geht man vom Papier zur plastischen Darstellung über. Erst dann wird eine richtige Bewertung der Linien, Ausmaße und Proportionen möglich. Ein Kleinmodell genügt aber nicht. Die Fachleute wollen ein Modell in natürlicher Größe vor sich haben. Es wird also ein Gipsmodell hergestellt. Während Ingenieure sich mit dem Motor und dem Getriebe beschäftigen, werden die ersten Karosserieteile des neuen Wagens vorbereitet. Sobald die Karosserie fertig ist, beginnen die Widerstands- und Funktionalitätsproben, bei denen die verschiedenen Elemente wissenschaftlich untersucht werden. Das sind die Ermüdungsproben. Die Motorhaube wird einer enormen Beanspruchung unterzogen. Auch die Türen werden so geprüft, als ob der Kunde den Wagen nur kaufte, um sie dauernd auf- und zuzumachen. Ebenso werden die Sitze ausgiebig belastet. Endlich wird ein Versuchswagen gebaut und die erste Prüfung auf der Straße vorgenommen. Die ersten Schritte sind zweifellos die schwierigsten. Zahlreiche Kontrollgeräte sind unablässig eingeschaltet. Sie registrieren jede Reaktion. Der Wagen muss nun seine Eigenschaften praktisch beweisen. Lenkung und Straßenlage. Manche lieben es, fest auf den Gashebel zu drücken, sodass absolut sichere Bremsen erforderlich sind. Man muss wissen, in wie vielen Metern der Wagen zum Stehen kommt. Man muss das Beschleunigungsvermögen und die Leistung auf einer Steigung von 30% genau einschätzen. Ehe der 850 der Öffentlichkeit vorgeführt wird, fährt er durch die weite Welt. Er muss das Klima und die Straßen aller Erdteile kennenlernen und ausprobieren. An der Südspitze von Südamerika muss er den Frost ertragen. Er war die ganze Nacht draußen und hatte keinen warmen Pelz an. Wird er gleich anspringen? Er springt an, ohne zu zögern, ohne mit den Zähnen zu klappern, ohne Klage. Und an jedem Morgen können die Tester die guten Eigenschaften des Anlassers bei kaltem Wetter feststellen. Kaum angelegte Straßen voller Wasser und Schnee machen die Fahrt außerordentlich schwierig und muten dem Motor das Äußerste zu. Diese erste Berührung des neuen Wagens mit einer ungünstigen Umgebung erlaubt es auch, die Leistungsfähigkeit der Heiz- und Entfrosteranlage durch tadellose Kontrollgeräte festzustellen. Das Gleiche gilt für die Wasser- und Schneedichtung.
Gleichzeitig macht Herr Oskar in Turin besonders gefährliche Experimente. Herr Oskar ist eine Versuchspuppe, die statt eines Gehirns mehrere Beschleunigungsmesser im Kopf hat. Sicherheit ist die wesentlichste Bedingung eines Wagens. Diese bei zunehmender Geschwindigkeit durchgeführten Versuche dienen dazu, den Sicherheitsgrad und den eventuellen Schaden an den Strukturen festzustellen. Die Probe ist abgeschlossen. Der 850 scheut kein Hindernis. Er hat keine Angst vor Wasser und im künstlichen Regen beweist er seine Wasserundurchdringlichkeit. Erst Wasser, dann Staub. Das ist Talkumpulver, wie man es nach einem Bad braucht. Freilich, so staubige Straßen gibt es kaum. Man muss sie künstlich herstellen. Aber die Techniker geben sich nie zufrieden. Man will alles unter den wirklichen Bedingungen kontrollieren. In Äquatorialafrika findet der 850 die entgegengesetzten Klimabedingungen wie in Südamerika. Holprige Straßen, Schlamm, Sümpfe, wegloses Land, Staub jeder Art. Man braucht einen Kompass, um den Kurs auf diesem Ozean von Steinen, Löchern und Schlamm nicht zu verlieren. Es ist vielleicht das erste Mal, dass ein für asphaltierte Autobahnen bestimmtes Auto auf so unwegsamem Gelände fährt. Der Wagen dringt in einen Wald ein, der für jeden Autofahrer ausgesprochen unangenehm ist. Ein Wagen in diesen Gegenden ist etwas so Außergewöhnliches, dass die Eingeborenen ihre Dörfer verlassen, um ihn sich anzusehen. Und sie improvisieren ihm zu Ehren einen Freudentanz. Auch die Affen wollen sehen, was los ist. Die Nashörner wissen nicht recht, ob sie angreifen oder fliehen sollen. Nur die Elefanten verlieren offenbar nicht ihren würdevollen Gleichmut. Rentiere anstelle von Zebras, Schnee anstelle von Staub. Alles hat sich geändert, außer dem Wagen. Es ist der gleiche 850. Die Tests gehen weiter, immer unter den schlechtesten Straßen- und Klimabedingungen. Von Äquatorialafrika bei 50 Grad Wärme bis zum Polarkreis bei 35 Grad Kälte. Es werden Instrumente auf dem Wagen montiert, die seine Anpassungsfähigkeit an dieses abscheuliche Klima feststellen sollen. Der Wagen steckt in einer Eishöhle. Beim Morgengrauen beginnt die Fahrt. Es ist ein richtiges Abenteuer. Diesmal muss der Wagen nicht auf einem Ziegenpfad klettern, sondern einen gefrorenen See überqueren. Auf dem See gibt es natürlich keine Wegweiser. Um die Richtung zu erfahren, muss man die Passanten fragen. Immer geradeaus. Sie können nicht fehlgehen. Immer geradeaus, bis der See zu Ende ist. Schließlich ist dieser eisige Albtraum zu Ende. Die Straße ist nicht etwa gut, im Gegenteil. Aber wenigstens besteht keine Gefahr, dass die Eisdecke plötzlich einbricht. Die Lappländer sind nicht motorisiert. Sie sind bei ihren Rentieren geblieben. Die Finnen stellen sich einen Kleinwagen so vor. Sie haben keine Probleme hinsichtlich der Probefahrten.
Der 850 muss dagegen seine mörderische Kraftprobe fortsetzen und tausende von Kilometern im Schnee zurücklegen. Wenn schließlich die lange Probefahrt ihr Ende hat, kommt er in seine fahrende Garage und wird nach Hause, nach Turin, zurückgebracht. Während der Wagen auf dem gefrorenen See spazieren fuhr, kontrollierten die Techniker jede Einzelheit unermüdlich weiter. Alle Teile werden immer wieder den strengsten Proben unterzogen. Kupplung, Gashebel, Bremse. Die automatischen Prüfgeräte lassen keinen Wagenteil aus. Lenkung und Stoßdämpfer müssen ihre Widerstandsfähigkeit erweisen. Die Prüfungen werden immer schwieriger. Hier stößt der Wagen gegen eine feste Schranke. Dieser Test ist eine Neuerfindung der Fiat. Dieser Leitwagen verfügt über eine doppelte Steuerung. So kann er durch Funk einen Versuchswagen steuern. Dieser wird also nicht mehr gegen ein Hindernis geschleudert, sondern er fährt mit eigener Kraft dagegen. Die Funkkommandos werden von der Antenne des Leitwagens zu der des Versuchswagens gesendet. Der Versuchswagen verfügt über eine komplizierte Anlage, die den Wagenführer ersetzt. Der Fahrer sitzt in Wirklichkeit am zweiten Steuerrad des anderen Wagens. Er ist es, der aus der Entfernung die Schaltung, die Pedale und die Lenkung betätigt. Der Stromkreis des Versuchswagens wird geschlossen. Nun kann er die Funkbefehle des anderen Wagens empfangen. Die zwei Fahrer und die Techniker steigen in den Leitwagen. Der Kontakt wird hergestellt. Alles ist bereit für die Probe. Der erste Gang wird eingeschaltet. So fährt automatisch auch der Versuchswagen im ersten Gang. Er fährt an. Die Geschwindigkeit steigt. Er fährt mit 110 Stundenkilometern gerade auf das Hindernis zu. Durch diese Probe wird die Verankerung des Motors mit der Karosserie geprüft. Aus diesem künstlichen Unfall werden die Fachleute wertvolle Anregungen für weitere Fortschritte in der Fahrsicherheit erhalten. Ein Sicherheitsfaktor ist auch der Kampf gegen die Ermüdung. Auf diesem Gebiet werden die Prüfungen ununterbrochen fortgesetzt. Man testet im Labor und auf der Straße. Auf der Straße und im Labor. Querrinnen, aufgerissenes Pflaster, schlechte Straßen. Die Erfahrungen werden gesammelt und erreichen die Arbeitstische der Fachleute. Es wird weiter geprüft und kontrolliert. Einmal, zweimal, tausendmal. Nichts darf vernachlässigt werden, weder in der Theorie noch in der Praxis. Die Praxis hat diesmal einen holprigen Namen. Sie heißt Pflastersteine. Der 850 scheut sich nicht davor. Tag und Nacht. Pausenlos wird er auf dem mörderischen Pflaster der belgischen Straßen gefahren. Brüssel wird jeden Sonntag vom Gesang von Tausenden von Vögeln geweckt. Es ist einer der eigenartigsten Märkte der Welt. Alles bleibt entzückt stehen. Nur die Prüfer des 850 ran ungerührt um den Platz. Sie lauschen lang der Räder auf dem Pflaster. Wieder eine strenge Prüfung für Wagen und Fahrer, für Karosserie und Getriebe. Eine harte Probe für die Aufhängung und die Reifen, für die Übertragung und die Lenkung. Die Kilometer häufen sich auf dem erbarmungslosen Pflaster. Ein Kilometer nach dem anderen, eine Gerade nach der anderen, eine Kurve nach der anderen.
Asphalt kann manchmal ebenso unangenehm sein wie Pflaster. In diesem Fall zum Beispiel. Diese Kreisbahn wurde ausgewählt, um die Straßenlage des Wagens bei Grenzwerten zu prüfen. Und wenn sich auch der Kopf wie ein Kreisel dreht, der Tanz auf der nassen Strecke geht weiter. Nichts wird ausgelassen, um den Wagen in die schwierigsten Lagen zu bringen. Das dynamometrische Lenkrad misst die Kraftanwendung beim Lenken. Skifahrer nennen solche Strecken Slalom. Und sie haben dabei immer eine gewisse Angst, auch die erfahrensten. Beim Slalom verhält sich der 850 wie ein Meister. Die Räder singen. Wahrscheinlich wollen sie den Fahrer ermuntern. Die lange Fahrt endet auf dem französischen Zentralalpenmassiv. Hier wird der 850 einem endgültigen Gesamttest unterzogen. Von den Reifen zur Aufhängung, von der Schaltung zur Transmission, von den Bremsen zur Kupplung. Die lange Story der vielen Prüfungen geht zu Ende. Während die Proben in Frankreich fortgesetzt werden, legen andere Wagen nochmals mehrere tausend Kilometer auf den deutschen Autobahnen zurück. Hier lautet die Parole Vollgas. Dies sind die letzten Beanspruchungsproben auf freier Strecke. Hier muss der Motor das Äußerste an Überdrehzahl ertragen und überstehen. Die neuen Wagen haben, ehe die Serienfabrikation beginnt, insgesamt über 1 Million Kilometer auf den Straßen von 3 Kontinenten unter den schwierigsten Klima- und Geländebedingungen zurückgelegt.